Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich sehe aus, als hätte ich mich eine Runde hingelegt, aber das soll jetzt nicht zur Sache tun, weil wir wollen ja entspannt hier ein bisschen zocken. Und außerdem, wenn dir die ganze Zeit der Wind durch die Haare weht, dann siehst du einfach so aus. Ne? Ja, auf jeden Fall welcome back. Ich hänge noch eine Session dran, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich möchte zumindest diesem Geheimnis etwas näher kommen und ihr vielleicht auch. Boah, voll schön. Und außerdem, wenn ich jetzt... Weißt du, jetzt habe ich so gerade wieder so ein bisschen die Spielmechanik verstanden. Das möchte ich nicht wieder aufgeben sofort, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder zum Zocken komme, Leute. Es tut mir gerade echt leid. No regrets. Eigentlich hatte ich gesagt, ich werde niemals ein Video machen, in dem ich sage, irgendwas tut mir leid, weil es tut mir eigentlich auch nichts leid. Es nervt halt nur manchmal, wenn die... Oder was heißt es nervt? Ich verstehe es ja. Geil. Wenn die Leute... Ich bin ja froh, wenn ihr was von mir sehen wollt. Ja, wäre schade, wenn gar keiner sich melden würde, wenn kein Video mehr kommt und es einfach so hingenommen werden würde. Dann hätte ich das Gefühl, okay, interessiert sich überhaupt jemand für das, was ich tue. Aber trotzdem ist es... Was ist das jetzt hier? Jault! Hör mal, haben wir Jault gefunden? Können wir noch mehr Jault? Habe ich lange kein Jault gefunden, ne? Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Mir ist gerade, während ich den Text vor Lip-Sync, ist mir was eingefallen. So ist das manchmal, ne? So, ich muss jetzt auch noch kurz Sylt essen. Meine Freundin hat mir nämlich, die auf Sylt wohnt, hat mir kam zu Besuch und hat mir heute kleine Sylt-Weingummi mitgebracht. Voll süß, ne? Die schmecken auch noch gut nach rote Grütze. Danke nochmal dafür, die sind voll lecker. So. Weil übrigens muss nämlich einen bestimmten Geschmack in meinem Mund kompensieren. Ich zeige euch mal kurz, was ich gerade die ganze Zeit futtere, wenn die Kamera aus ist. Ich habe nämlich heute ein Let's Eat aufgenommen. Let's Eat Japanese Candy. Dann habe ich Sylt zwischen den Zähnen. War doof. Lara hat ganz andere Probleme und ich habe Sylt zwischen den Zähnen. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich habe heute das Let's Eat Japanese Candy aufgenommen und das schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Und was das ist, werdet ihr aber dann im Video sehen. Guck mal jetzt hier. Nichts kann mich kaputt schrecken. Ich bin Lara Croft. Fideralala, Fideralala. Ja. Oh, guck mal, sie können richtig rein investieren. Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem. Nein. Habe ich Hoffnung. Nein. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Das machen wir mal. Das finde ich gar nicht so mies. Könnte sie wirklich hier sein? Können doch was hier investieren. Aber warte mal, wir machen Kampf. Kampf bin ich gerade. Ich hab Bock. Ausweichen. Beim Ausweichen konnte. Ach, da muss man was drücken. Tod von oben nutzen. Die Messer, um Feinde durch Sprünge von oben sofort zu erledigen. Verbinden sie Wunden schneller. Effektiv versteht sie mit schneller Heilanfertigkeit. Finde ich ganz gut. So, nicht lang schnacken. Komm, wir können noch mehr machen. Machen wir bei Jäger noch was rein. Zielfixiertzeit für aufgeladene Bogenschüsse. Ist das vielleicht das? Wo, jetzt habe ich es auch nicht angeklickt. Das war jetzt gerade irgendwie ein freudscher Verklicker. Wo ich manchmal das Gefühl habe, dass er so minimal verzieht, dass er dann der Boden, wenn er zu lange aufgespannt wird, dass er dann unsauber wird. Ist ja so, wenn man zu lange spannt, zittert man. Maybe. So, und investieren wir hier rein, weil die benutze ich natürlich hier. Und da machen wir jetzt... Ja, Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich nicht so... Schussfrequenz können wir nochmal machen. So. Da haben wir richtig investiert. Da könnten wir auch noch was machen. Ach, was? Schneeflocke? Ah, die habe ich jetzt freigeschaltet, oder what? Okay, mhm. Kann ich da gleich was... Gut, das kann ich scheinbar in beide investieren. Was hat die... Hat die denn mehr, Fast beim Feuern ruhig in der Hand liegt. Nachladegeschwindigkeit.
Boah, die ist ja viel besser, ne? Eigentlich, obwohl ja eigentlich mit der anderen habe ich jetzt auch nicht das Problem. Also ich finde die schon ziemlich krass gut. Aber gut. So, Lämpchen an, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ich muss dann wieder gucken, ob es ruckelt. Aber wahrscheinlich ruckelt es nur, weil ich gucke. Unglaublich. Geil. Durchbrechen Sie die Tür. Oh nein. Tür? Welche Tür? Ich kenne keine Tür. Also, da kommt die Tür. Aber wir möchten, oh hoppla, wir möchten ja leise morden. Offenbar hat er einen erreichten der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Reden die miteinander gerade? Oder ist der alleine? Okay, das haben die nicht gesehen, die anderen, weil sie sehr blöd sind scheinbar. Oder weil es... Weiß ich auch nicht. Oh, der hält mehr aus. Oh, jetzt hat ein anderer Bescheid gesagt. Oder? Den anderen zwei. Keine Ahnung. Oh, hier ist... Hier können wir wieder unsere Dosen, unseren Bohnenvorrat aufladen. Was ist das denn hier? Was ist das? Ich kann es auch nicht nehmen. Ach, ich habe schon eine Dose Bohnen tatsächlich in meiner Hand. Ernsthaft? Was ist das jetzt? Rauchgranate. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Auch ganz, ganz neu, der Spruch. Das ist innovativ. Oh, da ist richtig was am Stissel. Lass ich die fallen. Nehme sie wieder auf. Probieren wir mal aus mit der Rauchgranate. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich meine, die macht man hier mal eben schnell. Weg. Das ist ja alles überhaupt gar kein Problem hier. Was hat der denn? Hat der ein Dings auf dem Kopf? Ja. Weißt du, interessiert mich nicht, was du hier machst. Ich werde manchmal so, wenn ich müde bin oder lange gezockt habe, dann rede ich manchmal so unzusammenhängendes, wirres Zeug und spiele halt auch wie ein Affe. Hallo, was macht die denn? Ist das wieder ein Endgegner? Ja. Ja gut, habe ich gesagt. Ich stelle mich halt an, wie der erste Mensch. Das ist eine Tatsache. Das müsst ihr mir auch nicht in die Kommentare übrigens schreiben, ne? Also es ist nicht so, dass ich das spiele und von euch hören möchte. Boah, das ist nicht schön anzuschauen. Das ist, weiß ich. Ich weiß auch, ihr seid nur hier wegen meiner Frisur. Meines Charmes. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Das langsam wirkt so, als wäre ich Fishing for Compliments. Ja, alles klar. Was da drin? Fertiges Werkzeug. Toll. Oh. Werkzeug geschaltet, neue Waffen, Upgrade, verbessern die Basislage. Achso, also das kann ich jetzt alle upgraden. Die habe ich noch nicht. Doch, habe ich alle gelootet. Es ist gerade übrigens schon wieder gerade irgendeine Veranstaltung. Ich glaube, Tuber Day, XXL Tuber Day oder sowas. Und da fragen mich jetzt viele, viele Leute, ob ich da auch bin. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass solche Veranstaltungen jetzt nicht unbedingt meins sind. Also ich habe da noch viel drüber nachgedacht und so Sachen wie Gamescom, hoppala. Absolut. Sollte ich eigentlich nicht irgendwas hier durch die Tür finden? Aber so Tuber Day und Video Days, das ist irgendwie, da passiert ja auch irgendwie nichts. Das finde ich ist mit zu sehr so selbstdarstellerisches, ist nicht irgendwie so meins. Und dann das ist mir dann auch zu viele Leute vielleicht oder so. Das mag ich dann irgendwie nicht. Nee. Ach, guck mal, jetzt müssen wir, oh Gott, bitte, lass, bitte. Guck mal, wie meine Motorik ist schlecht. Ey, ich kann da jetzt nicht so was machen hier. Muss ich hier was machen? Ja, ich muss hier was machen. Aber hier war auch gerade was an. Ach so, oh, fast übersehen. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Das sind ja Nazi-Dings hier, Vorgehensweisen. Wichser. So,
Jetzt pass mal auf. War das mit R? Nee, mit was war denn nochmal mein... Mit T? Ich möchte jetzt hier beim Abgrund auch... ungern irgendwas drücken. Ich wollte es halt gerne mal noch kurz ausprobieren. Mit Q? Nee, Q war falsch. X? Egal. Machen wir es lieber so. Ich... Guck mal, das sieht ja auch geil aus, ne? Ach du Schittenkack. Also hier ist auf jeden Fall, haben die der Trinity Orden hier schon ordentlich gewütet, beziehungsweise haben ja echt schon... Was? Kurz, ganz kurz habe ich Angst bekommen. Kurz wollte ich abspringen. Kurz habe ich gedacht, no risk, no fun. Da oben ist irgendwas Tolles. Komme ich da hoch? Ach, das ist die Tür. Nein! Nein! Okay, die Tür kriegt man so nicht auf. Da muss man da einen Kran irgendwas. Alter, was muss man denn da machen? Ist das eine Rätsel, die du nicht lösen wirst, Lara? Nicht in diesem Leben. Ja, man wird hier auf jeden Fall. Ich könnte ja das Seil durchschneiden. Nee, ich glaube, die kann man nicht durchschneiden. Was müsste man denn. Ich kann die Tür mit diesen anderen Kabeln aufreißen. Es ist noch keine Seile, sondern es ist ein Kabel. Boah, ich muss so ein bisschen hier mal gucken. Ich habe ja immer noch meinen High-End-Stuhl. Okay, ich muss irgendwie machen, dass der Kran da abrutscht. Und die Tür das sozusagen aufreißt. Deswegen würde ich mal sagen, ich springe jetzt an das Kabel ran. Gott, ernsthaft. Okay. Und drück ganz schnell E. Und krabbel dann da hoch. Nee, das geht nicht. Achso, ich muss hier rum. Komm jetzt schon da rüber. Oh, alter Vater. Aber ich wusste, dass der nicht runterfällt. Weißt du warum? Weil dann das Seil, nämlich das Kabel nicht mehr da wäre und man nicht mehr rüberkäme auf dieses Teil mit der Insel. Tür. Insel, Tür, 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 Insel, Tür. Blablabla. Den kann man schieben. Ah, okay. Pass mal auf, den machen wir weg, weil wir nämlich das Auto hier hochziehen werden. Und dann hier oben festmachen. Beziehungsweise vielleicht über eine Seilwinde oder so. Pass auf. So. So. Und jetzt? Geht das denn jetzt so genau so? Badabam. Nee, wie ging das? Ach so, genau. Hä? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich dachte eigentlich, das ist das Auto, was wir damit hochziehen. Aber gut. So, Kann man es jetzt durchschneiden, das Seil? Ah ja, genau so. Zack, und das ist jetzt mit Kabumm. Nein, aber wir wollen doch wieder zurück auf die Seite. Ah, Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück, scheiße, scheiß? Ja, scheiße, scheiß. Sag nicht so viel Scheiße. Oma guckt vielleicht. Boah, wie gruselig. Guck mal da runter. Nein, guck nicht. Ach so, mussten wir eh die Tür aufmachen. Hab ich was verpasst? Und gibt's hier, wenn ich mal was wieder zu lesen? Hier gibt's auf jeden Fall was zu knabbern. Nee. Hier gibt's auf jeden Fall was zu seilen. Und ich weiß immer noch nicht, wo. Boah, guck mal, das ist schon echt sehr, sehr geil gemacht. Aber halt so ein Tempel in den Eisruinen. Ich hätte ja lieber einen im Sand mit Schwitzen. Noch schön. Weißt du, im Sommer heule ich dann rum und will... möchte dann gerne eine Eislandschaft. Obwohl, eigentlich das tue ich eigentlich nie. Okay. Pilze, brauchen wir Pilze? Pilze sind natürlich immer gut. Aber voll. Wir sind voll mit Pilzen. So. Was? Okay, alles klar. Ja, das war auch dumm. Warum mache ich das? Das
ist irgendwie so ein... Weiß ich auch nicht. Komm raus. Da war das Verziehen jetzt gut, weil das Verziehen jetzt dafür gesorgt hat, dass ich ihn getroffen habe. Checkst du? Ah ja. Da kommt der Kollege. Ja, komm. Werde beschossen. Oh, das war gar nicht schlecht. Was macht sie? Achso, sie hat keine mehr. Dann muss ich halt jetzt die Waffe rausholen. Na gut. Oh, weißt du? Na gut, na gut, na gut. Nein, ich habe eine Dose Bohnen aufgesammelt. Nee, eine Rauchgranate. Auf jeden Fall geht sie wieder krass ab. Achso, da schießt noch einer. Oh, nice. Auf jeden Fall. Was ist das denn für ein Moped? Wir sind auf jeden Fall so... so Juggernauts, glaube ich. Oha. Ich glaube, da laufe ich mal kurz weg. Ich meine eigentlich, da wäre noch einer gewesen. Aber scheinbar hat er sich in Wohlgefallen aufgelöst. Er hat gesagt so, ah, komm, nee. Die Lara, die möchte ich gar nicht hier zu provozieren. Weil wenn die sauer ist, dann holt die mich im Schlaf. Die Lava drauf. Siehst du, das meine ich. Wenn ich so ein bisschen, wenn ich länger zocke und sowas, dann laber ich einfach so ein Dünnschiss. Manchmal habe ich nämlich echt auch Bock. Deswegen spiele ich gerade nämlich auch Black Desert Online alleine so ein bisschen. Dann ist mein Gehirn einfach auf so. Wie sage ich so? Wie soll ich sagen? Halfway decent. Semi-okre einfach. Mein Bruder weiß, was damit gemeint ist.